Ein wunderschön zu langer, ultra langer Zeit mal wieder Back to Saturn X2. 2 Monate ist es ja mittlerweile her. Ja, was hat daran lag, dass halt erstmal Doom Seagear rauskam, was ich dann spielen wollte. In dem Zusammenhang wollte ich natürlich auch noch Doom Eternal spielen, also nicht Doom Eternal von Bethesda, das neue von id Software da, sondern die alte Megawatt Doom Eternal, was ja auch mal rauskam und ich als Anekdote oder als Wortwitz einfach mal gespielt hatte, weil es halt gleich klingt und das sowieso geil war. Ja, dann haben wir ja auch noch dieses Mindtest Special da gemacht, mit diesem Mindtest Let's Play Together, was auch Doom Let's Play verdrückt hat oder weggeschoben hat. Dann kam ja von Doom auch noch diverse andere Sachen, zum Beispiel unser Vanilla Let's Play jetzt hier vor kurzem, wo wir komplett Vanilla Doom einmal komplett durchgespielt haben. Also Doom 1, Ultimate Doom und der Doom Sigil. Ja, und jetzt endlich mal wieder alles, was so außerplanmäßig ist, abgeschlossen. Das heißt, wir können wieder in unser reguläres Programm einsteigen und mit Doom weitermachen, da wo wir aufgehört hatten. Wow. Lange ist es her. Lalalala, Doom. Genau, ist das Richtige? Ja, ist das Richtige. Sehr schön. Dann starten wir einfach mal. Ups, nein, das wollte so nicht. Ein bisschen so, du bist so. Easy. Perfekt. Achso, ich sollte vielleicht vorher meine Browser schließen. They are rage. Brutal. Das heißt, du kommst bitte einfach mal weg. Export. Okay. Weg mit dir. Verlassen. So, das heißt, ich habe jetzt alles im Hintergrund erstmal geschlossen. Okay, dann können wir jetzt nochmal loslegen. Oh ja, und schon ist der Arbeitsspeicher wieder halb leer. Ja, ich hatte gerade They are rage. das Brutal. Klicker Without nur aufgenommen und gleich hält die Müll halt den Arbeitsspeicher so abartig zu. Until it is done. So. Achso, ist das denn mit der aktuellen Version oder spielen wir mit der alten? Ne, mit der aktuellen GZ-Version. Sehr schön. Ja, bei Doom vor Doom. Alter, was mach ich hier eigentlich für eine Scheiße? They are rage. Deine Mutter ist ein Rage. Bei Doom vor Doom spielen wir auch mit der aktuellen Version? Genau. Ja, wie gesagt, also hier kam mittlerweile noch keine neue Version raus. Und bei Doom vor Doom, ich weiß nicht mittlerweile, ob da die Entwicklung eingestellt wurde, ob das Projekt aufgegeben wurde oder ob es einfach nur wenig Fortschritt gibt. Weil wir spielen ja mit der Version schon seit einer Ewigkeit. Ich meine, es kam mittlerweile vor einer Weile auch schon hier Alpha 8.4 raus. Allerdings ist die Alpha 8.4 irgendwie nicht lauffähig. Die stürzt bei mir immer ab mit GZ Doom. Keine Ahnung. Deswegen spielen wir hier noch mit der 8.3. Und ich frage mich echt, wenn mal die nächste Version rauskommt. Ne? Also so 8 Punkt, also Alpha 8.5 oder gleich die nächste finale Version. Bin ich schon ein bisschen gespannt. They are rage. Aber gut. Brutal. Soll uns nicht kümmern, wir spielen hier weiter. Wow. Wo hänge ich denn? Bei der Tür. Ich soll vielleicht nochmal den Gamma-Wert hochdrehen. Okay, leider kommt nämlich die Sonne rein. X-Gamma 2,5 sollte reichen. Minuten rum und haben noch nicht gespielt. Also noch nicht, noch nicht produktiv gespielt. So, jetzt so. Scheiß Tür, dass er sich hier schon aufhängen.
What the fuck? Guck mal bitte. What? Ich glaube. Was ist hier los? Wow, Alter, warum kommt der denn von hinten? Boah, Alter, ich muss doch meine Waffe ein bisschen upgraden. Ist ja schlimm hier. Secondary Damage, genau das Ding. Ist ja hier. Die macht ja kaum Damage, mein sekundärer Angriff. Okay. Wo müssen wir hin? Hier ist noch etwas. Achso, da oben. Hä? Ja, komm, leck mich. Im Hintergrund lief noch mein Skript. Nein, jetzt habe ich die Kamera ausgeschalten. Das ist natürlich super. Ich wollte eigentlich dich ausschalten. Weg mit dir. Dankeschön. So. Jetzt, wo wir das erklärt haben, kann ich die Kamera wieder einrichten. Und weiterspielen. Ja, mein Skript ist halt wunderschön, was ich erstellt habe, aber nur, wenn ich nicht ein Spiel spiele, wo ich auch die Umschalttaste brauche. Brutal. Oder anders gesagt, wo ich ein Gamma-Wert brauche. What do you... So, wo habe ich gespeichert? Ich hab noch vor dem Upgrade gespeichert. Ich muss also hier nochmal mein Upgrade holen. Ah, das geht doch schon gleich viel besser hier. Schon gleich viel besser. Okay. So. Dann gucken wir mal, was müssen wir jetzt hier machen? Kommen wir hier raus? Ja, hier kommen wir raus. What the fuck? Uah! Boah, Junge! Are you fucking kidding me? Es ist halt einfach trotz Gamma-Wert einfach so scheiß dunkel hier in dem Raum, dass man einfach nichts sieht. Oh. Okay. Komm ich wieder raus? Ja, komm ich. Okay. Auch keine Falle? Dann muss ich wohl da rein. Oh. Ah, die hätte ich nicht von hinten. Wow. Oh, Alter, Leute. Ayo, weg mit euch. Wow. Nein, falsch gelaufen. Hä? Oh, war klar. Die Tür ging nicht mehr auf. Ach, leck mich doch. Boah, Alter, was soll das? Ich dachte, das war die hintere Tür, nicht schon die vordere Tür. Kacke.
hab ich schon wieder vergessen. So, jetzt hier bitte speichern. Och Mann. Digga, schüttern bitte. Oh, das war grad dumm. So, hier komme ich also nicht mehr raus. Das heißt, ich muss mich ganz schnell beeilen. Hä? Ach, die ist gar nicht zeitgesteuert, sondern die ist triggergesteuert. Na super. Ja, und schon komme ich nicht mehr raus. Fuck. So. Er muss nämlich wahrscheinlich ganz schnell in die Richtung der Rau laufen. Ich muss mich irgendwo verstecken. Nein. Wow. Ja! Speichern. So. Wo sind Gegner? Hier schon mal nicht. Ah ja, geht ja. Wo bin ich? Falsche Richtung. Ja, ja, hier ist es, wenn man sich selber angreift hier, hä? Alle weg? Boah, Alter. Von wo denn? Hey, hier war ich doch schon. Moment mal, hier war ich doch schon. Jetzt soll ich wieder anfangen. War die Tür schon davor auch schon da? Nee, Teufel, ich brauche was Blaues. Ach komm, weg da. Irgendwo muss hier was Blaues sein. Schauen wir mal, doch erstmal das Ding hier. Das, was weg ist. Noch ein anderer blauen Key.
Mehrere? Lol. Was hast du denn für einer? Ah! Okay, hat er sich vielleicht primär ihn benutzen? Den da hinten, weil er nämlich stärker ist. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Hä, hier muss es irgendwas geben? Also hier ist eine Treppe rauf. Ist hier auch etwas? Kann ich jetzt Wave Running? Ja, kann ich. Okay, heißt also, ich muss hier weiter. Ah, da hinten. Schalter. Jetzt? Hä? Ah, ich verstehe. Ach Gott. Ich glaube, ich muss da so... Leck mich doch. So, hier so, da so, da so. Schalter! Digga, was für ein... Boah, Alter. What the fuck? What the fuck? Ja, 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 nächster. So, okay. Jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Und jetzt kann ich mir in aller Ruhe das Ding da nehmen. Na komm, ruf. Schneller, schneller, schneller! Habt ihr begrenzte Zeit? Ach, da unten! Was zur Hölle? Oh, ich habe die Waffe eingesetzt. Nee, ich hab die Waffe bekommen, nicht eingesetzt. Ich habe die Waffe bekommen. Lol, Alter. Ey, bei dem Effekt, da weiß man immer erstmal nicht, was gerade los ist. Okay, gut. Dann lassen wir das mal. Ja, damit. Ja, ich bin... Och, du Scheiße. War ja was. Wow. Nein, weg da! Nein! Nein, ich bin tot. Ah Gott. Das war gerade komplett verkackte Kacke. Ich hab schon wieder nicht meine Waffe gezogen. Meine Güte. Erst aufladen, dann hingehen. God damn it. Hä? Digga, wie konnte er da schießen? Wo? Verarschen? Ich hab den bei dem linken von den beiden gerade dreimal drauf, oder also hab zweimal drauf geschossen und hat nichts gebracht. Und bei dem rechten, da reicht ein einziger Schuss und der ist weg. Was ist denn das für ein Müll? Wollt ihr mich verarschen? So schlecht kann man doch gar nicht sein. Schon wieder. So, weg mit euch. Ist ja schlimm, ist das. Digga, was geht? Ach, da unten. Ich trau mich nicht. Oh, wie es aussieht, zurecht. Ja, klar. Ja, das muss noch. Tschüss, ich bin weg. Oh mein Gott. Weg mit euch.
Da oben ist auch noch welche drauf? Ach du Kacke, ihr wollt doch verarschen. Ihr wollt doch verarschen. Are you fucking kidding me? Digga, was ist das los mit euch? Mami! Warum tut ihr sowas? Was? Von der Orla her? Boah, Alter, ist ja hier schlimm, ist das ja. Digga, was geht ab? Laufen! Digga! Macht irgendwie Spaß! Ist zwar scheiße schwer, macht aber Spaß! Alter, oh, das fühlt ja noch. Wow! Ja, das Problem ist, damit der Trick funktioniert, muss er wirklich immer einen perfekten Kreis laufen. Und ich habe gerade meinen perfekten Kreis unterbrochen. Und damit konnte er mich treffen. Komm, sind doch schon fast alle tot hier. Noch zwei Stück oder drei oder so und dann habe ich es noch geschafft. Alter, ey, wie viele Revenants. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, alle Revenants sind weg. Jetzt gibt es natürlich die Kakodemon. Halt mal ganz kurz. Weapon. Kann ich mir schon meinen. Nein. Das nicht kaufen. Chance. 4000. Ja. Geil. Nein. Wow. Nicht fest. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Wo bin ich denn gerade festgehangen? Wo bin ich denn gerade aufgegangen? Das war gerade richtig dumm. Oh, das war gerade richtig dumm. Ich brauche ganz schnell Leben. Wo denn? Ach da! Hab grad nur so ein dieses Geräusch gehört und hab ich gerade gefragt, wo das Ding ist, aber. Lol. So, und jetzt? Dann da unten ist ein Schalter. Ich habe den Schalter gedrückt und was kommt jetzt? Ah, hier gibt's eine Treppe. Ruf da. Digga! Löst mich weg, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir! Wo bist du? Noch einer, noch einer! Okay, zuallererst nehme ich glaube ich dich. Ach, ist ja schon das Ziel. Okay. Lol. Mann, ich dachte noch, ich kann dich hier schön einsetzen. Ist nämlich echt geil. Ja, wobei so geil. Also, ja. Er läuft so ein bisschen relativ schnell. Okay, ist nichts mehr. Gut, dann versuche ich mal nach hinten. Mensch, mal, kann man hinten hinkommen? Ich meine, wir haben jetzt alle Gegner. Nee, wir haben noch nicht mal alle Gegner umgebracht. Das ist aber. Oh, Alter. Dass er beim Laufen immer so eine komische Geräusche machen muss, ey. Okay, komm ich irgendwie wieder hoch. Ich hätte nämlich gerne schon hinten das Secret. Erstens, weil es Leben gibt. Und zweitens, damit wir halt diesen Du hast alles bekommen Bonus hast. Hä? Nee. Damit ich diesen Du hast alles bekommen Bonus bekomme. So. Aber ich muss irgendwo noch einen Schalter geben, damit ich den Link da wieder runterfahren kann, oder? Hm. Suspekt. Komme ich auch nicht rauf normalerweise? Och Mando. Ist ja unfair.
Lol, so einfach. Na, war doch klar. Ach, leck mich doch. So, das heißt, wo war das Ding, wo wir gerade waren? Das war da unten. Nein, wir waren da. Hä? Wo war ich? Achso, ich guck gerade falsch rum. Da waren wir. Das heißt, das, was ich gesehen habe, muss in die Richtung liegen. Ich muss also nochmal hier lang und dann muss ich nochmal. Und ich will noch zwei Secrets. Digga, wir haben noch kein einziges Secret gefunden. Das ist dezent traumatisierend. Vor allem, es gibt auch noch 6 Gegner. Ah, hier hinten. Ach, wisst ihr was? Komm. Ich komme da gar nicht rauf. Okay, dann muss ja hier irgendwo so ein Ding sein. Aha! Thanks. So, Secret Nummer 1 geschafft. Doch wo könnte jetzt noch ein Secret sein? Das Problem ist, wenn so eine Wand ein Secret ist, dann kann also jede Kackwand ein Secret sein. Das ist echt deprimierend. Das dauert zwar vor allem jetzt halt auch beim Suchen der lange. Ich meine, jetzt beim ersten Secret hatten wir zumindest einen Hinweis, wo ich suchen muss. Aber eben, bei dem zweiten Secret weiß ich jetzt gar nicht, wo ich überhaupt suchen muss. Ich weiß nur, dass wir noch 6 Gegner offen haben. Das heißt also, das nächste Secret ist wahrscheinlich auch gleichzeitig eine Falle. Hier vielleicht irgendwas? Na gut, ich glaube, ich lasse das mal sein mit dem Secret hier suchen. Das dauert jetzt definitiv zu lange. Es gibt doch leider keinen Hinweis irgendwie. Doch, da hinten ist was. Da ist was. Achso, ist jetzt ja hier oben. Ja, hier ist noch ein Gang. Na, schau mal an. Ah! Bin ich hier richtig? Wo bin ich hier? Hä? Wie kommt man denn hier hin? Na, ich meine, da vorne ist immer Teleporter, aber kommt man hier irgendwie rein? Dann ist ein Weg. Lol. Okay, also hier kommt man wieder raus. Hier könnte man normalerweise. Ach, da hinten ist noch was. Da hinten hingesprungen? Ach, mach mal nicht. So. Okay. Nee, bis hinten. Ich schaffe das definitiv nicht zu springen. Das ist da, wo wir begonnen haben in der Map. Dahinter ist das irgendwo. Ey, da hinten steht Tichi. Hey, mal sehen. Ich zoome mal ran. Da. Ja, ja. Und sowas gibt es leider, leider, würde ich gerade schon sagen. Sowas gibt es tatsächlich öfters in der Map, dass sich die Autoren in irgendeiner Art und Weise verewigen. Ach, man kommt sogar nicht lang. Nevermind. Das heißt, ja. Immer wieder hier zum Anfang. Wo bin ich jetzt? Ach, da. What the fuck?
Ach, das ist da, wo wir auch vorhin lang gelaufen sind. Ich schon wieder. Ja. Das war genau das, wo wir die blaue Karte herbekommen haben. Ah, gut. Wie gesagt, nichtsdestotrotz muss ich dir noch was geben. Da, hier, genau, der Weg. Oder das ist rein optisch, kann natürlich auch sein. Aber irgendwo sind halt noch 6 Gegner. Und ich habe keinen Plan, wo das sein könnte. Na gut, komm. Da kriegen wir keine Completion, dieser Bumster. Schade eigentlich. Na gut. Okay. Das war mit 6. Jetzt sind wir bei Map 8. Ne, wir waren bei Map 7. Jetzt sind wir bei Map 8. Weg damit hier, weg damit hier. So. In dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V und sehen wir uns bei der nächsten Map wieder. Morgen wieder. Tschüss.